Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch hier in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg abgeschleppt und für diesen müssen wir auf dem Anwesen Nordwind uns ein kleines Mount besorgen und zwar Böttcher. Und ja, das können wir uns nur dann besorgen, wenn die World Quest hier auf dem Anwesen Nordwind ist, wo wir diese Trocks umbatschen müssen, beziehungsweise ihr könnt das Ganze auch abschließen, wenn ihr hier questet. Ihr müsst quasi einfach als Allianzler die Questreihe soweit spielen, dass ihr hier auf dem Anwesen Nordwind agieren könnt und dann bekommt ihr irgendwann auch ebenfalls die Quest, dass ihr hier auf Böttcher aufsitzen müsst. Sobald ihr das habt, müssen wir auf diesem Anwesen Nordwind in dem Tiragarde so ein 5 Trock eindringlich hinter Böttcher herschleifen und das machen wir, indem wir eine Fähigkeit einsetzen und zwar hier Bolas. Das ist diese hier, diese dritte und ja, einfach nah an die Gegner ran. Dann die Bolas-Fähigkeit einsetzen, sonst keinen anderen Schaden drauf, denn sie kriegen durch das Hinterherschleifen die ganze Zeit Schaden und sterben halt eigentlich damit schon. Ihr seht, hier bin ich gerade ein paar am Hinterherschleifen und tada, da prockt auch schon das Achievement. Kann teilweise ein bisschen buggy sein. Das Wichtigste, was ihr hier wissen solltet, sucht euch einen Spot, wo sehr, sehr viele nah hintereinander sind. Weil ihr seht, die 5, die ich jetzt hatte, sind durch den kleinen Weg schon totgeschliffen. Also die sterben ziemlich schnell und es muss halt zeitgleich sein, dass die hinter euch dranhängen. Deswegen am besten einen Spot suchen, wo relativ viele sind. Manche kämpfen auch nicht gegen Gegner, da könnt ihr einfach durchreiten. Sie quasi an Aggron hinter euch, dass sie hinter euch herlaufen und dann, wenn genug auf dem Haufen sind, dann erst quasi Bolas einsetzen und hinter euch herschleifen. Mehr ist es nicht, ihr müsst halt ein bisschen auf diese World Quest warten. Wenn ihr hier quasi schon gequestet habt, solltet ihr noch nicht gequestet haben, dann könnt ihr dementsprechend auch einfach über die Quest das Ganze hier erledigen und müsst nicht auf die World Quest warten. Ich hatte etwa eineinhalb Wochen oder so gewartet, bis die World Quest bei mir aufgeploppt ist. Ja, das war's auch schon wieder mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.